In der Ecke eines Fensters, unten rechts im Warenhaus, sitzt die Puppe Annabella mit dem Bären Ladislaus. Annabella weint und jammert, Ladislaus, der grunzt und schnauft. Weihnachtsabend ist gekommen und die zwei sind nicht verkauft. Armer Bär, seufzt Annabella. Arme Puppe, schluchzt der Bär. Tränen kullern in die Ecke und das Herz ist beiden schwer. In dem leeren Warenhause löscht man langsam Licht um Licht. Nur in diesem einen Fenster, da verlöscht die Lampe nicht. Voller Mitleid mit den beiden lässt der arme alte Mann von der Wach- und Schließgesellschaft diese eine Lampe an. Dann verlässt er Annabella und den Bären, welcher klagt und mit sehr gepresster Stimme »Lebewohl« und »Servus« sagt. In der menschenleeren Straße, abendstill und schneeverhüllt, sind die beiden in dem Fenster ein betrüblich Jammerbild. Traurig vor der großen Scheibe fallen Flocken, leicht wie Flaum, und im Hause gegenüber glänzt so mancher Lichtertraum. 10 Uhr schlägt's vom nahen Turme, und fast schlafen beide schon, da ertönt im Puppenhause laut das Puppentelefon. »Hallo?« fragt der Bär verschlafen. »Hier im Kaufhaus? Wer ruft an?« Da vernimmt er eine Stimme und die brummt: »Der Weihnachtsmann!« »Oh!« ruft Ladislaus erschrocken. »Was darf sein? Ich bitte sehr!« »Eine schöne Puppenstube, eine Puppe und ein Bär.« »Das ist alles noch zu haben!« ruft die Puppe Annabelle. »Kommen Sie zum Warenhause, unten rechts, doch bitte schnell!« Das ist eine Überraschung. Ladislaus kämmt schnell den Schopf und die Puppe Annabella flicht ein Schleifchen in den Zopf. Und schon 10 Minuten später kommt ein Schlitten, kommt ein Ross, steigt ein Alter von dem Schlitten und ein Schlüssel knarrt im Schloss. Ladislaus, der quiekt und jodelt, Annabella lacht und singt, als der Weihnachtsmann die beiden in den Pferdeschlitten bringt. Gerade in diesem Augenblicke kommt der brave alte Mann von der Wach- und Schließgesellschaft wieder zur Kontrolle an. Höflich grüßt er die Gesellschaft, springt zurück ins Warenhaus, holt die schöne Puppenstube und dann trägt er sie hinaus. Leise sagt er zu der Puppe: »Frohes Fest, mein kleines Kind«, während eine kleine Träne in den großen Schnurrbart rinnt. »Frohes Fest«, ruft Annabella. »Frohes Fest«, sagt Ladislaus. Dann wird's dunkel in dem Fenster, unten rechts im Warenhaus.